Hallo, da bin ich wieder, euer Amos aus Ostfriesland. Ich habe heute Nacht sehr schlecht geschlafen, um nicht zu sagen, ich habe einen schlechten Traum gehabt, der vielleicht sehr schnell Wirklichkeit werden kann. Die Schlachtzeilen und die Meldungen von Wolfsrissen an Rindern nehmen deutlich zu. Und ich muss sagen, das bereitet mir große, große Sorge. Denn ich kann es mir schwer vorstellen, dass unsere Rinder und Kühe irgendwann mal Opfer eines Wolfes werden sollen. Das wäre sehr, sehr schlimm für mich und auch für unseren Betrieb. Denn das würde für uns bedeuten, dass die Weidehaltung sofort beendet werden müsste. Und ich muss es ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie einen Wolf gesehen. Den Wolf kenne ich eigentlich nur aus dem Märchen mit den Geißlein. Und ich möchte es auch nicht erleben, um es ganz ehrlich zu sagen. Und darum kann ich es auch überhaupt nicht verstehen, warum die Politik bzw. unsere Gesellschaft dort so wenig Verständnis zeigt. Denn Weidehaltung und Wolf, das passt nicht zueinander. Das war's dann mal wieder. Euer Amos aus Ostfriesland mit Sorge um seine Kühe und Sorge um das Familieneinkommen unseres Betriebes. Denn wenn wir die Weidehaltung nicht weiterführen können, ist ein Großteil unseres betrieblichen Einkommens gefährdet. Bis dann. Tschüss.